Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Mittwoch, der 29. März 2023. Mein Gast im 5a-Podcast heute Morgen ist der Simon Lüdi. Der Simon Lüdi ist seit 14 Jahren CEO von der Dynasoft. Und selber ist er bereits seit 27 Jahren im Unternehmen. Dynasoft ist Herstellerin von der ERP-Lösung Tosca. Sie nennen das selber das ERP mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen ist 38 Jahre alt, also 1984 gegründet worden, zählt rund 40 Mitarbeitende und hat den Hauptsitz in Solothurn. Ich selber habe Dynasoft im Jahr 2006 kennengelernt. Und zwar bin ich damals CFO von einer Softwarefirma und habe für unseren eigenen Bedarf eine ERP-Lösung evaluiert. Ich bin dort schon schön nach Lehrbuch vorgegangen, habe also Tests studiert, habe geschaut, wo stehen die Lösungen in Sachen Kundenzufriedenheit. Und ich kann mich erinnern, Tosca, Dynasoft mit ihrem Tosca, ist dort immer oben rechts gewesen. Also sehr hohe Kundenzufriedenheit. Das habe ich über mehrere Jahre können verfolgen. Das war der Grund, warum ich dann das Tosca auch bei uns auf die Longlist draufgenommen habe. Nachdem wir dann Berichtheft geschrieben haben, haben wir einige Anbieter eingeladen, uns eine Richtofferte innerhalb von einer bestimmten Frist zu schicken. Und ich habe von allen eine Richtofferte bekommen in dieser Frist, die ich gesetzt habe, mit einer Ausnahme. Das war nämlich Tosca. Die haben mir sehr nett zurückgeschrieben, dass sie sich gefreut haben über unsere Anfrage, dass sie das auch spannend finden. Aber dass sie leider die nächsten anderthalb Jahre infolge von Kapazitätsengpässen, weil sie so viel zu tun haben, also innerhalb von den nächsten anderthalb Jahren, nicht würden dazukommen, bei uns so eine Software einzuführen. Und aus dem Grund würden sie von einer Offerte Abstand nehmen. Guten Morgen, Simon. Ich freue mich, dich heute Morgen in meinem Podcast zu haben. Stell dich doch gerade bitte mal selber vor. Servus, merci vielmal, dass ich da teilnehmen darf. Mein Name ist Simon Lüdi, ja, der Jahrgang 64. Ich habe von Beruf eigentlich Chemielaborant mal gelehrt. Ich habe dann in einem Forschungsinstitut gearbeitet, bin dort mit den ersten PCs, die gekommen sind, bin ich in Berührung gekommen und habe mich dort eigentlich sofort hergezogen gefühlt, habe programmieren. Zuerst so im Bereich von Verfahrenstechnik. Später habe ich dann eine eigene Firma gegründet, habe Software vertrieben und aber auch entwickelt. Wobei, das hast du schon erwähnt, eigentlich sehr früh mal zur Dynasoft gekommen. Wir haben dort noch ein anderes Produkt gehabt, also das war vor 27 Jahren gewesen, wo ich dort mitentwickeln konnte. Ich habe dort die Leitung übernommen von dieser Entwicklung. Später haben wir das Produkt nachher aufgegeben. Das war gerade um die Zeit herum, 2009, wo ich dann nachher die Position vom CEO übernommen in Dynasoft. Das ist also ein zweites Produkt zu Tosca? Ja, genau. Das war eine Immobilienbewertungssoftware. Okay. Ja. Warum, darf ich kurz fragen dazwischen, warum haben die aufgegeben? Ja, das ist eine gute Frage. wir haben es aufgegeben, weil wir gemerkt haben, dass wir uns fokussieren müssen. Und wir haben es vielleicht, wirtschaftlich nicht so gut gemacht. Es war sehr aufwendig, das Produkt zu entwickeln. Es war immer so knapp rentabel gewesen. So, aber es ist eigentlich ein beliebtes Produkt gewesen, wird sogar heute noch eingesetzt.
Und wer du das heute noch, gibt es irgendjemanden, der das heute wartet? Ja, das darf ich ja gar nicht sagen. Nein, gewartet wird es nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich okay. noch jemanden, der ganz selten Support macht. Der ist heute besetzt, der ist im Podcast. Ja. Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Also zurück in dem Fall zu deiner Person und zu deiner Software und zu Tosca. Ja? Du bist relativ früh in das Unternehmen gekommen, habe ich jetzt verstanden. Bist dann quasi mitgewachsen in dem Unternehmen in verschiedenen Positionen. Bist dann eben, wie ich gesagt habe, vor 14 Jahren CEO geworden. Ist das etwas, was du gesucht hast? Oder bist du einfach quasi der, der jetzt da zur Verfügung gestanden ist? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist so eher das Zweite. Ich habe das nicht unbedingt gesucht. Also, als ich in Dynasoft kam, war sie gerade 12-jährig gewesen und wir waren dann gut 10 Personen gewesen. Also 10 Mitarbeiter, ja. Vielleicht 11, so. Und wir kommen ja dann sicher später noch darauf ein, dass Dynasoft so funktioniert hat. Das lassen wir jetzt lassen wir es mal bei der Personenzahl. Und ich bin dort einfach Entwickler gewesen, ein kleines Team eben von diesem Produkt. Und wir haben natürlich in den letzten fast 40 Jahren erlebt natürlich eine Firma sehr viel. Also Auf und Abs, also das ist auf der einen Seite wirtschaftlich, ja. aber natürlich auch mit den Personen, die dort beteiligt sind, mit den Gründern, mit den verschiedenen Ausrichtungen, die man je nachdem hat. Also mit anderen Worten, das hat sicher auch zwischendurch mal Turbulenzen gegeben. Und eben in jeder solchen Turbulenz innen hat sich dann die Frage gestellt, ja, wie wollen wir jetzt da wirklich weitergehen mit der Führung? Und dann habe ich mich zur Verfügung gestellt. Ich bin dann schon Verwaltungsrat gewesen, weil einfach wegen der strategischen Themen, wegen dem anderen Produkt. Und darum habe ich dann gefunden, auch so gut, jetzt, wo sich da ein Wechsel in Führung ergibt, würde ich sonst mir dann zur Verfügung stellen, das zu machen, weil ich auch gewisse Ideen hatte. Und da schon interessiert war, das auch umzusetzen mit all diesen Mitarbeitern. Dann. Und dann sind wir schon, dann sind wir etwa doppelt so viel gewesen, 2009 oder 2008, dann sind wir so um die 20 Personen gewesen. Und jetzt gehen wir dann so langsam gegen die 50. Ah, doch, 40 ist dann von 20, das habe ich eben von eurer Webseite. Understatement gehört manchmal auch bei uns ein bisschen zum. Okay, das gehört auch zu eurer DNA. So. Nein, und abgesehen davon ist es so, dass wir jetzt gerade einen kleinen Gump machen im Moment. Darum können wir fast nicht nachher mit dem, das nachher zu pflegen. Wer hat das Unternehmen eigentlich gegründet, ursprünglich 1984? Das haben eigentlich dreieinhalb Personen gegründet. Das ist mal der Hans Nick. Der hat die Firma nachher ab 2002 so dort rum verlassen. Der Roland Nieffenegger, der ist immer noch in der Firma tätig. Und der Markus Schädler, auch der ist immer noch tätig in der Firma. Das sind die drei, die euch Dynasoft AG gegründet. Die haben dann aber eine Bürogemeinschaft mit der Firma PCsoft gehabt. Und in der ist der Pascal Gloser. Das ist unser heutiger Verwaltungsratspräsident, der hat das mit einem Kollegen gehabt und die haben etwa 2 Jahre später haben sie fusioniert, also die PCsoft zur Dynasoft. Sagen wir, ist der Pascal Gloser auch ein Gründungsmitglied. Was war so das Motiv gewesen, oder was war der Plan gewesen, sagen wir mal, von diesen 3 bzw. 3,5, die das Unternehmen damals gegründet haben? Die 3, die sind alle aus der NCR rausgekommen. Und das ist ja, die NCR hat dann eigentlich schon, Warenwirtschaftssystem angeboten. Und das ist halt, das ist dann noch so zu den Goldgräberzeiten gewesen. Und da hat es halt verschiedene Sachen und Bewegungen gegeben. Und dann hat man, hat man halt aus der NCR können austreten und quasi seine Kunden auch ein bisschen mitnehmen. Und das ist nicht einmal schlecht angesehen gewesen. Das ist einfach so, hat sich das dort gegeben. Und so ist das eigentlich auch ein bisschen entstanden. Sie haben sich unabhängig können machen oder dann zusammen als Gruppe, eben als Dreiergruppe, haben sie gefunden, jetzt können wir da etwas aufstellen. Aber es ist echt von Anfang an darum gegangen, ERPs, also wenn man es dann vielleicht noch anders genannt hat, zu entwickeln und mit den Kunden zu betreiben. Das heisst, die Tosca ist dort, oder das Produkt Tosca hat man dort angefangen zu entwickeln? Nein, wir hatten dort ein anderes Produkt gehabt. Also, ich muss jetzt fairerweise sagen, was jetzt gerade 1984 das Produkt selber war, was sie mit ihren Kunden haben betrieben, das weiss ich jetzt nicht einmal. Aber sie haben kurz und ein eigenes Produkt wollen und auch entwickelt. Das hat Sikos geheissen. Das war auf Cobol-Basis.
Und das, das ist eigentlich bis zur Jahrtausendwende ist das Produkt gewesen, wo Dynasoft damit hat, geschaffen. Und sie haben natürlich dann schon in den späten 90er Jahren haben wir angefangen mit der Entwicklung von Tosca, wo wir natürlich gewusst haben, COBOL, also die zeichenorientierten Applikationen, haben wir da keine Zukunft, da gibt's kein 40-jähriges Jubiläum, und haben dann nachher, Tosca aufentwickeln mit, auf Basis von Oracle. Das stimmt allerdings nicht ganz. Ich glaube, es gibt heute noch auf COBOL basierende Produkte, die 40 Jahre oder älter sind. Ja, wir haben jetzt auch schon gemerkt, aber vielleicht, aber vielleicht nicht unbedingt im Standard-Software-Bereich, so wie ihr. Ja, das sind eher so Inhouse-Lösungen bei Banken, Versicherungen und solche Geschichten. Gut, eine einzige Sache würde mich noch interessieren im Zusammenhang mit der Vergangenheit, nämlich der Name Dynasoft. Also Soft ist klar, das ist Software, oder? Woher kommt das Dyna? Das Dyna ist von dynamisch. Dynamische Software. Es ist natürlich eben, wir hätten dort vielleicht würden wir heute, aber es wäre noch, also es ist ja eine, so ein geistlicher Name, ist es ja eigentlich nicht mehr, weil wir hätten ja dann halt noch können irgendetwas auswählen. Es hat noch nicht viel Softwarefirmen gegeben. Gut, würden wir auch ändern, obwohl noch schlechter wäre, würden wir auch Indiv-Soft sagen, obwohl es ein Standard-Software-Produkt ist. Aber wir haben einfach schon dann erkannt, dass jedes Unternehmen ein bisschen andere Bedürfnisse hat und sich das Produkt eben dynamisch dem muss können anpassen. Ja. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Herkunft von dem Namen. Haben wir das auch noch klargestellt, ja. Jetzt, in den Jahren, wo du schon bei der Dynasoft bist, also eben, du bist vor 27 Jahren dazugekommen, haben wir gehört. Könntest du da mal ein bisschen schildern, wie sich das Unternehmen entwickelt hat in diesen fast 30 Jahren? Dynasoft hat schon von Anfang an immer so ein sehr, sehr partnerschaftliches bis freundschaftliches Verhältnis zu den Kunden gehabt. Und das ist eigentlich immer im Zentrum gestanden von der Arbeit. Und das heisst, man ist ja sehr stark auch immer mit seinen Kunden unterwegs gewesen. Also von denen 10, die dann dort gearbeitet haben, die so seine paar Kunden gehabt und ist sehr stark mit denen beschäftigt gewesen. Wir sind als Firma, das ist ein bisschen speziell in Dynasoft, das ist schon dann speziell gewesen und ist es zum Glück noch geblieben, ist, dass das Unternehmen nicht jetzt zum Beispiel diesen drei Gründer gehört hat und die anderen sind angestellt, sondern das Unternehmen hat eigentlich immer den Mitarbeiter gehört. Nicht in den gleichen Anteilen, aber es sind eigentlich fast alle immer beteiligt sind. Das ist heute, kann man jetzt nicht sagen, fast alle, aber ein sehr grosser Teil von der Mitarbeiter ist beteiligt. Das ist nach wie vor so. Und das ist eben auch schon dann gewesen und entsprechend ist Dynasoft auch schon dann so organisiert gewesen. Ich wollte jetzt nicht sagen, basisdemokratisch, aber weiter neben ist es nicht. Also wir hat damals sicher nicht einfach irgendwie klare Hierarchie gehabt und irgendwo in Linie durch das ganze Unternehmen geführt, sondern wir hat sehr viele Themen miteinander lang diskutiert, bis wir einfach einen Konsens gefunden. So sind wir eigentlich organisiert gewesen. Also schon durch das eigentlich sehr familiär und kollegial mehr als hierarchisch. Und das ist sehr lange auch sehr gut gegangen. Also man hat schon eine Führung gehabt, man hat irgendjemanden müssen benennen gegen aussen, das ist ja klar, man war schon ein AG gewesen, also folglich braucht es auch Verwaltungsrat die Struktur haben wir natürlich gehabt und auch gelebt, aber gleichwohl hat man schon gemerkt, es ist halt damals ohne Markt gsi, wo es zum Beispiel nicht notwendig war, ein Marketing und einen Vertrieb oder einen Verkäufer zu haben. Sondern eben, wir hätten irgendeinen Brandl müssen. Das habe ich ja selber in der Anmoderation schon erzählt, oder? Genau, also, ich habe das Gegenteil eigentlich gebraucht und keinen Verkauf. Tut uns leid. Auch auf das aber uns irgendwo aus dem Telefonbuch gestrichen. Das ist auch ein bisschen so, die Haltung war innerhalb der Firma. Das ist halt einfach so gelaufen. Mund-zu-Mund-Propaganda hat gelangt. Irgendwann ist es eben auch die Kundenzufriedenheitsstudie gekommen. Die ist ja unabhängig. Das sind ja unsere Kunden befragt worden. Also wir sind von dieser zuerst schon eigentlich überrascht worden. Das hat eigentlich schon gelangt als Marketing und Vertrieb, dass irgendjemand die Zufriedenheitsstudie macht. Und das ist natürlich etwas, wo dann irgendeinisch so nicht mehr funktioniert. Also wir haben so ein langsames Wachstum gehabt, wo wir eben doch immer wieder neue Kunden haben gewonnen natürlich. Und irgendwann haben wir gemerkt, was mit 10 Leuten funktioniert mit 20 eben
nicht mehr gleich. Und auch der Markt hat sich verändert. Mhm. Also es hat mehr Mitbewerber gegeben und die Mitbewerber sind alle zusammen auch gut. Und das heisst, dass man die Anforderung hat, sich doch irgendwo können zu präsentieren oder vernünftig können zu präsentieren. Also wenn wir müssen Marketing und Vertrieb aufbauen oder mehr auch sonst Strukturen braucht, damit dass wir organisiert können sein, so dass wir auch einen richtigen Standard entwickeln, den Standard dann bei den Kunden auch so implementieren. Also nicht, dass am Schluss noch jeder von den 10, die es am Anfang waren, ein bisschen eine Art seines eigenen Süppli da macht oder sein Gärtli hat. Das ist halt, das haben wir müssen entwickeln. Simon, kannst du dich noch erinnern, ungefähr, wann das war, wo man angefangen hat, Marketing und Vertrieb so mal aufzubauen? Es ist ja so, es hat schon immer Strömungen gegeben. Also, Dinasoft ist am Anfang, sagen wir mal so, Dinasoft ist ja nicht. Strömt das denn gut, ja. Nein, Dinasoft ist halt von personell und das ist aber auch ein Teil von Qualität. Das ist nicht, die ist schon immer heterogen gewesen. Schon die drei Gründer sind sich sehr unterschiedliche Charaktere und haben verschiedene Sichtweisen und Visionen gehabt. Und darum hat's natürlich schon, in früheren Jahren hat man mal gesagt, also wir brauchen irgendwie Verkäufer, schau doch, die anderen haben das so, und dann hat man einen Verkäufer zugetan, und dann ist der wieder vielleicht, jetzt der halt nicht so passt, und dann hat man halt wieder ein Jahr, zwei keinen Verkäufer gehabt, es ist auch gegangen, wo wir richtig das haben angefangen aufziehen, das Marketing auf den Trip, also mit Strategie und auch mit dem, was man gesagt hat, ja, und das ist halt einfach ein Budgetposten, ein grösserer, innerhalb von einem Jahr, das ist eigentlich schon erst so 2008 gewesen. Aber eben, wie gesagt, man hat vorher schon schöne Webseiten gehabt, man hat auch schon vorher auch schon Vertriebler gehabt, aber eigentlich mehr so punktuell und nicht strategisch. Mhm. Also nach über 20 Jahren, nachdem es das Unternehmen schon gegeben hat. Ja, man kann es so sagen. Ja, es ist wirklich so. Ja. Das glaubt einem fast niemand mehr heute, würde ich sagen. Ja. Wir leben heute in einer völlig anderen Zeitalter, wo eher ein bisschen overmarket ist. Das ist und, so, und oversaled oder oversold, wie auch immer, ja. Eben, ich habe dich unterbrochen gehabt, du hast gerade ein bisschen erzählt, wie ihr euch entwickelt habt. Wir sind gerade so in dieser Zeit, in diesem Zeitraum innen gewesen, da, ja. Du hast ein bisschen erzählt, sehr Basis. Ja. Also, Gänsefürstli basisdemokratisch, wir haben vieles ausdiskutiert, familiär, nicht wirklich hierarchisch, ein Unternehmen, wo eigentlich den Mitarbeitern gehört, ja, und nicht einfach nur den Gründer. Also von dem her schon mal sehr spezielle Kultur auch, ja. Sicher, ja, das ist so. Und wir haben die Kultur auch immer als wertvoll angeschaut. Also, und wenn man schaut, das, was da unsere Mitarbeiter auf der Webseite, das darf ja dort jeder etwas sagen, dazu sagt, betonen sehr viel das familiäre Umfeld. Und das ist nicht, weil wir das gesagt haben, schreibt er das rein, sondern das ist ein zufälliges Ergebnis. Oder es ist eben nicht zufällig, es hat sich so ergeben, weil es eben so ist. Also das heisst, das ist, obwohl wir nachher alles ein bisschen geändert haben, eben dann, wo es den Wechsel hat gegeben, wo ich da 2009 CEO geworden bin, haben wir ein bisschen mehr angefangen, uns zu organisieren. Also haben wir ein bisschen mehr gesagt, also es ist auch besser, wenn eine Geschäftsleitung ein bisschen Sachen vorgibt, wie das wir jetzt so erleben. Und wir können ja das alle Jahre wieder hinterfragen, ob das richtig ist. Aber dass man das einfach mal so macht und nicht alle Entscheidungen zu lang diskutiert. Dort haben wir, das ist mal etwas, was sich dort verändert hat. Also dort haben wir auch ein bisschen mehr so Abteilungen angebildet, eben das Marketing und ein Vertrieb. Oder wir haben uns Mühe gegeben, ein Produktmanagement herzubringen, so dass wir die Standardentwicklung vielleicht strategischer können auslegen und nicht so rein, sagen wir, projekttrieben zu haben, wie das halt natürlich ein bisschen weit immer auch ist. So sind die vorher vor allem unterwegs, oder sehr stark projekttrieben. Ja, das ist gar nicht anders gegangen, oder? Man muss ja immer auf die Ressourcen schauen. Und abgesehen davon ist das so schlecht auch gar nicht. Also meistens ist das, was die Projekte gerade reinbringen, das entspricht schon dem Zeitgeist und ist von dem her nachher auch breiter einsetzbar. Also es hat einen schlechteren Ruf eigentlich, die projekttriebene Standardentwicklung. Aber gleichwohl braucht es so eine strategische natürlich. Und wir haben uns dort einfach so ein bisschen mehr aufstellen. Haben uns aber immer Mühe gegeben im Ganzen, nicht jetzt alles über das Bein zu brechen und plötzlich noch eine BV-Kultur zu haben oder was auch immer. Das haben wir besitzen.
so nicht, sondern wir haben, es ist uns gelungen bis jetzt, dass wir immer noch einen familiären Umgang haben und dass wir irgendwelche Entscheidungen probieren, sie irgendwie organisch herzuführen. Aha, das klingt ganz gut, ja. wenn du das so sagst, ich könnte mir vorstellen, dass auch ihr in eurer Geschichte das eine oder andere Mal Leute hatten im Unternehmen, die irgendwie nicht gepasst haben, die einen Fehlgriff gemacht haben. Wie sind die denn aber wieder los geworden? Organisch, oder wie man sich das vorstellen? Ja, das ist ja organisch. Also es ist ja so, wir haben ja auch eine gesunde Streitkultur. Also das heisst, also es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, wahrscheinlich auch, weil die Streit haben auch ein bisschen schon im Gesetz ein Alter sind. Okay. Aber sagen wir mal, vor 20 Jahren hat man doch, ja, zwischendurch gehört, auch wenn man nicht im gleichen Büro ist gehockt. Also das, wir haben immer einfach Konflikte ausgetragen, aber wir sind auch immer nachher wieder miteinander ein Glas Wein getrunken und es ist immer gut, also es ist immer kollegial geblieben, aber wir haben eben das so schon ausgetragen. Und so ist es natürlich auch gegangen mit Personen, die, ich würde jetzt nicht sagen, die Fehlgriffe sind, überhaupt nicht, sondern die vielleicht sich auch über die Zeit anders entwickelt haben und plötzlich hat es nicht gepasst. Also es ist mehr als so gewesen. Eben, ein Gründer, der dann nach irgendwie knapp 20 Jahren gegangen ist, das ist ja nicht mit Sicherheit kein Fehlgriff, sondern das ist ein Glücksgriff gewesen. Aber gleichwohl hat sich dann das nachher einfach so auseinanderentwickelt, dass man jetzt sagen, so, jetzt passt es nicht mehr und dann hat man sich halt trennt. Gut, ich würde gerne mit dir jetzt noch einmal auch über das Produkt reden, das Tosca. Kannst du uns einmal ein bisschen schildern, was ist das genau für ein ERP? Also ERP ist ja ein Sammelbegriff für ziemlich vieles. Gib uns mal ein bisschen Einblick in, was Tosca ist. Für wer ist Tosca spezifisch gedacht? Wo sind Grenzen von Tosca? Was sind die Stärken von eurem Produkt? Damit wir da ein bisschen eine genauere Vorstellung bekommen. Also Tosca ist ein sehr breit aufgestelltes ERP. Das ist, sagen wir so, es ist nicht fokussiert, aber es hat doch eine Zielgruppe, die es anspricht und das ist für uns Handel mit Produktion oder produzierenden Handel geht so, einfach so die Mischung. Also wir sind sehr stark im Handel und wir sind ja sehr gut in der Produktion. Wir können aber auch nachher periphere Gebiete auch gut abdecken, so dass sie nicht einmal mehr peripher sind, sondern ein Teil davon, wie zum Beispiel Service dazugehört. Und für uns ist schon ganz klar, dass eigentlich umfassend oder durchdringend vor allem ist es CRM, also das gehört natürlich auch dazu, wo wir sehr gut abdecken in dem Ganzen. Aber eben, das braucht natürlich Handel und Produktion, brauchen genau all diese Sachen. Also, kommen wir dann auf Module. Ich bin mit dem CRM schon in der Modulebene gewesen, vor allem auf der Branche, Also, es geht jetzt einmal darum, Handel und Produktion, das sind die wir ansprechen und das, was sie brauchen, das können wir auch. Habt ihr das im Einsatz zum Teil bei Kunden, die nur handeln und nichts produzieren? Und ja, sehr stark. Das gibt es auch. Ja. Also, es ist sogar sehr oft so, dass sie entweder nur produzieren oder nur handeln, aber es gibt eben noch Mischung davon. Und Mischung, ja. Genau. Und was uns natürlich wichtig ist, ist, dass wir sehr stark auf Kundenbedürfnisse eingehen können. Also das Produkt ist so konzipiert worden, so breit konzipiert worden, dass man, und auch so flexibel, oder darum kommt auch der Begriff von modular daher und individuell, dass wir eigentlich obwohl das eine scheinbar eingeschränkte Menge ist von Kunden, dass wir denken, dass die trotzdem sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Weil wenn wir, ich weiss jetzt gar nicht, darf man Referenzen nennen in einem Podcast? Selbstverständlich, oder nicht? Also, ja, natürlich, gerne bitte, gerne. Also, gut, man muss sich vorstellen, dass ein Leckerlihaus, wo also jetzt stark ist in Lebensmittelproduktion, natürlich auch Handelbetrieb, weil der einen Webshop hat, der von uns hat, und Ladengeschäft, und natürlich Kasse auch bei uns ist. Also dort komplett alles hat. Nachher, also das wäre so ein typischer Vertreter von Handel mit Produktion, kann man sagen, das ist jetzt eigentlich ein Musterbeispiel, da kann man sagen, da kann man eigentlich alles schauen, was Tosca kann. Aber nachher haben wir auf der anderen Seite zum Beispiel Kuhn Rikon, die auch produziert, aber sie machen Pfannen und das ist, weiss Gott, nicht das Gleiche wie ein Leckerli. Nein. Und Kuhn Rikon, die aber dann nachher international aufgestellt ist, wo in Amerika ein Tosca läuft oder in Spanien ein Tosca läuft. Oder dann haben wir irgendein grosses Büro,
Materialhändler, wie zum Beispiel ein Office World. Und ja, was macht ein Office World? Das kennen wir ja alle, weil wir sehr viel von uns haben, ja, ihre Bürobedarf jetzt genau dort abdeckt. Genau. Also, ja. Und die drei Instanzen, die arbeiten alle zusammen mit dem genau gleichen Release. Und haben so eine unterschiedliche Anforderungen, die sie damit abdecken können. Und TOSCA als Produkt ist genauso konzipiert, dass das eben möglich ist. Also das heisst, dass es ein sehr robustes und konsistentes Datenmodell hat und darüber eine Schicht, die es eben zulässt, sehr stark zu individualisieren und trotzdem noch voll releasefähig zu bleiben. Und das ist, also das wird über Konfiguration wird das individualisiert. Ja, genau. Das ist eine Konfiguration davon, wo man kann. Das ist von Grund auf genau so konzipiert worden, um genau solche Anforderungen nachher können abzudecken. Und eben, das hat man in den 90er Jahren hat man das entwickelt und das ist sehr gut gelungen. Also ich suche nicht unbedingt Unternehmen, wo eher ein, sag ich einmal, ein, ich sag's jetzt mal, 0815 ERP-Prozess wollen abbilden, so wie es alle anderen auch haben, damit das einfach möglichst schnell und schlank durchläuft, sondern ich suche die Kunden, die einen höheren Bedarf haben an Individualisierung aufgrund vermutlich von ihrem Geschäftsmodell, weil das halt einfach ein bisschen komplexer ist als irgendein Standard 0815, wie ich vorher gerade geschildert habe. Es ist ja so, wir sind jetzt ja, wir haben ja noch nicht alles erlebt und wir sind ja erst 40 Jahre dabei. Aber wir haben eben, erst 40 wir haben Jahre, eben gut, noch nie ja. ein Unternehmen jetzt kennengelernt, das 0815 Prozesse hat. Aber wir haben schon sehr viele Unternehmen erlebt, die so sind zu uns gekommen und gesagt, wir haben 0815 Prozesse. Aber es ist eben meistens nicht so. Also, es gibt natürlich, das wissen wir ja, es gibt auch kleinere ERPs, die eben wirklich darauf achten, dass sie einfach einen Standard abbilden und that's it. Und dann heisst, jetzt muss man sich einfach in den reinpressen und der ist gut. Und die Idee ist, also nachvollziehbar, ist gut. Aber es ist nicht eure Idee, es ist oder? Nicht unsere Idee und unsere Erfahrung ist auch, es skaliert die Regel nicht so gut. Für kleinere Unternehmen mag das passend sein, aber wenn die Unternehmen nachher wachsen oder wenn sie halt auch Ideen haben und agil müssen auf irgendwelche Marktgegebenheiten reagieren, sie sind mit einer solchen Lösung einfach schnell irgendwo am Anschlag und müssen halt irgendetwas nebendurch bauen, dass es halt dann gleich geht. Und das ist der Vorteil von TOSCA. Man kann sogar mit 0815 im Prinzip anfangen, aber man wird sicher schon ein halbes Jahr später eine Anforderung haben, wo man dann gleich eben im TOSCA auch abbilden kann, wo es eben für das so Platz hat. Ihr seid ja, wenn ich richtig informiert bin, sind ihr ja auch in Deutschland tätig. Also ihr habt einen Kunden in Deutschland. Und ich höre immer auch ein bisschen, das ist ein bisschen eine Schweizer Eigenart, mit dem, wir wollen bei uns alles maßgeschneidert, individuell und ganz sicher nicht standardisiert, einfach so aus der Box. In Deutschland höre ich von anderen, die sind eher bereit, das ein bisschen standardisierter zu haben. Was sind da eure Erfahrungen? Ja, es ist ja so, in Deutschland sind wir ein bisschen stärker branchenfokussiert. Also nicht, dass wir branchenfokussiert unterwegs sind, es hat sich mehr organische Sorgen. Okay, dass wir dort sehr stark in der PBS-Branche sind und da würde man ja meinen, also die machen auch zusammen mehr oder minder das Gleiche. Also könnten wir doch dort mit einem Standard... Was ist PBS? Entschuldigung. Papier, Büro, Material und Schreibwaren. Okay. Ja, also so wie die Office World, auch in Schweiz. Ja, genau, ja. Das wäre PBS. Ja. Gut, also, eben, sind wir in dieser Branche unterwegs und stellen fest, dass obwohl die doch sehr ähnliche Sachen müssen machen, ist es wieder pro Unternehmen. Sogar wenn sie manchmal in irgendeiner Gruppierung sind, wenn sie sagen, ja, wir sind irgendwie, wir machen doch miteinander etwas, dass wir irgendwie besser einkaufen können und wir passen uns einander ein bisschen an, stellen wir dann fest, ja, nein, es ist dann wieder gleich so, dass jedes Unternehmen wieder seine Eigenheiten hat trotzdem. Und das ist in Deutschland ist das letztendlich genau gleich. Also sie profitieren also, natürlich schon davon. Mhm. Und das ist wieder etwas ganz anderes. Man profitiert immer davon, wenn ein Hersteller eine Art Standard hat. Aber der Standard ist mehr das Know-how, das er innerhalb der Branche hat. Also die ganz konkrete Kenntnis von dieser Branche, wenn er also genau die Referenzen hat, auf das würde ich ändern gehen, wenn ich jetzt ein ERP müsste suchen, als dass es heisst, es ist einfach ein Standard. Und was für eine Technologie basiert eure Software heute?
die modernen, also wir haben mal gehört, irgendwann ist es mal Cobol gewesen. Das ist aber schon lange her. Ja, ja. Was ist heute so der technologische Stack, der da dahinter steht? Der technologische Stack ist, dass wir befinden uns auch noch gerade ein bisschen in einem Wandel, das muss ich sagen. Wir sind nämlich dran, noch einmal so einen grossen Sprung zu machen, wie von Cobol auf das, was wir jetzt sind, auf das Nächste. Okay. Also dran, wir sind gerade kurz vor dem Ziel. Aber jetzt was, was wir aktuell machen. Aktuell haben wir einfach noch den klassischen Oracle-Technologie-Stack von dem. Also wir haben Oracle-Datenbank. Das ist ein sehr guter Entscheid gewesen, weil die ist performant und robust und, also die macht genau das, was man vorher erwartet. Das ist eigentlich eine gute Wahl gewesen. Nachher haben wir WebLogic, das ist ein Applikationsserver, und dort drauf laufen Webforms, also Oracle-Forms, aber Webforms laufen dort drauf. Das ist unsere Technologie und dort kann man auch mit Java-Komponenten drinnen schaffen. Mhm. Wir haben noch den Webshop selber, wo wir rein in Java programmiert haben. Ja, das ist aber wo auch direkt auf der Datenbank natürlich arbeiten. Die nächste, das, was wir jetzt werden haben, das ist eine ganz moderne Lösung. Spannend, das ist so, das wird immer noch, also die Persistenzschicht wird immer noch die Oracle-Datenbank sein, weil es ist dort keine Notwendigkeit, das anzupassen. Ja. Aber die Oberfläche wird eine reine Web-Oberfläche sein. Also, das gehen wir, da sind wir nicht mehr auf dem Oracle-Technologie-Stack, sondern haben dort ein eigenes Framework bauen, wo uns nachher eine ganz moderne Applikation im Web präsentiert. Mit, und da haben wir viel Wert drauf gelegt, wo eben genau das immer noch möglich ist. Also, die grossen Möglichkeiten von Individualisierung, die sind nach wie vor sichergestellt. Also man wird sich die Präsentation, die man hat im Browser innen jetzt neu, die wird man sich genauso individuell können gestalten, wie das bis jetzt mit Oracle Forms möglich ist gewesen. Also keine Funktionsreduktion. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten jetzt noch können zu individualisieren, mehr noch als man es vorher hatte. Was für uns immer wichtig ist, haben wir schon, also das ist ja, für Tosca selber wäre das jetzt, wir tun es jetzt heute neu anders nummerieren, aber eigentlich wäre jetzt ein Tosca Major Release 5. Also das heisst, Tosca hat schon ein paar Major Releases gehabt, wo wir, es ist uns jedes Mal gelungen, dass das sanfte Migrationen sind. Das heisst also, wenn Kunden dann wechseln von so einem Major Release auf den nächsten, nehmen sie alle Entwicklungen, die sie gemacht haben vorher, implizit mit. Also es gibt einen Migrationspfad, der quasi automatisiert ist, wo die Funktionalität mitnimmt, nicht, dass es für Anwender bedeutet, oh, jetzt kommen sie da mit einer neuen Technologie und jetzt fangen wir da fast wieder von vorne an. Sondern ganz im Gegenteil, es ist ein Update, das man eine Woche macht und da ist man auf der neuen Technologie. Und für den Entwickler im Hintergrund, ist das ein grosser Sprung so von der alten Welt, also dem WebLogic, Oracle Forms und Java hin jetzt zu dem Web-GUI und dem eigenen Framework, den wir bauen haben. Du lachst ein bisschen oder grinst ein bisschen. das ist ja so. Das hat, das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber es ist, es ist tatsächlich, dass es durch das auch Veränderungen gibt in der Entwicklungsgruppe. Selbstverständlich, weil, ich meine, du kannst dir ja vorstellen, wir sind jetzt der 40-Jährige und da gibt es immer noch Gründer, die dabei sind, und ich bin auch schon 27 Jahre dabei, und das heisst, der eine oder andere ist bei uns natürlich jetzt schon ein bisschen älter geworden. Das heisst, wir stehen natürlich auch dort ein bisschen vor einem Wechsel, dass der Einzelne jetzt langsam in verdient Ruhestand gehen. Wir haben das aber natürlich schon von langer Hand eigentlich geplant, also wir haben gewusst, das kommt dem auch genau so, und haben immer geschaut, dass wir entsprechend beim Rekrutieren, dass wir junge Leute nehmen, so, dass der Schnitt irgendwo, sagen wir, vernünftig bleibt, der alte Schnitt von Firma. Und das passt jetzt im Moment eigentlich alles ganz gut zusammen. Dass tatsächlich in der Entwicklung jetzt auch Jüngere genau die Arbeiten übernehmen können, die neueren Technologien erfordern. Aber gleichwohl sind wir sehr froh noch für die Kenntnisse, wo noch die erfahrenen Entwickler haben. Das ist mehr vielleicht ein bisschen im Backend, also in Datenbank, wo sich ja so gesehen nicht sehr viel verändert. Ja,
Also sehr ein smoothen Übergang. Ja, so aktuell. Stück für Stück. Genau, es ist ja so, smooth. Es ist, das Einzige, was es ist ein bisschen länger gegangen, jetzt, als es sein Lieb ist. Ja, ich kenne keine einzige Softwareentwicklung, oder selten eine, die schneller vonstatten gegangen wäre. Ja, aber ich habe schon das, was ursprünglich geplant hat. Ja, ein Jahr ist es fertig. Und welches Ende Jahr meinst du jetzt? Genau, und jetzt, ich habe das Jahr auch wieder gesagt, und jetzt sieht es so aus, dass es tatsächlich zutrifft. Also wir sind guten Mutes, jetzt haben wir sind wirklich im Endspurt. Ja. Und ihr werdet dann sukzessive die Kunden umstellen? Ja, genau. Also wir arbeiten ja selber auch mit dem Tosca, also wir gehen im Sommer, wechseln wir schon drauf auf die neue Technologie, und es ist ja so, dass man das Neue in Koexistenz kann fahren mit dem Alten. Das ist noch spannend, weil dann können auch interessierte Bestandeskunden sagen, okay, wir machen mal die und die Abteilung, arbeiten jetzt mal schon so und die anderen noch so. Das gibt erst recht natürlich einen sanften Übergang. Wie viele Kunden müssen denn am Ende des Tages jemanden umstellen? Also wie viele Kunden haben wir heute mit euch im Tosca? Das hätten wir jetzt mit dem Marketing müssen abstimmen müssen. Dass ich das genau weiß. Ja, einfach als Hausnummer. Ich sage so, das ist 140 bis 160 Kunden, die wir werden müssen umstellen. Oder dürfen umstellen. Ja, das ist aber schon recht, das ist schon eine rechte Zahl. Ja, ja, das sind einiges an Kunden, ja. Gehen wir doch jetzt mal über zu euch, wir haben das ein oder andere Mal schon ein bisschen angeschnitten, aber sage ich mal ein bisschen dediziert zum Thema Strategie, Einzigartigkeit, Positionierung. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, ihr habt einen Claim, der nennt sich fortschrittlich, individuell, modular. Ist das, was ihr als Positionierung von eurem Produkt versteht? Also das Modern, also am Zeichen der Zeit, du hast jetzt gerade beschrieben, was das Produkt anbelangt, das geht jetzt wirklich ins Web, das heisst, ihr bekommt eine Web-Oberfläche. Es ist nicht das erste ERP, würde ich sagen, im Markt mit einer Web-Oberfläche, aber es ist wahrscheinlich auch nicht das Letzte, oder? Also ihr seid da vermutlich nicht die immer am vordersten Front sind, sondern ihr schaut, was sich bewährt, was robust ist, was verhebt, und dann sind auch ihr mit auf dem Zug. Oder? So könnte man das fortschrittlich ja möglicherweise interpretieren und dann eben individuell und modular. Ist das so in Positionierung? Es ist mehr eine Beschreibung als eine Positionierung, würde ich sagen. Es ist eine Beschreibung einfach von unserem Produkt und auch ein bisschen von unserem Anspruch, den wir haben. Aber ich werde dich mit dem schon auch im Markt klar positionieren, beziehungsweise zum Teil eben auch differenzieren von anderen. Ja, das ist ja so. Das ist so richtig, ja, genau. Mhm. Wir geben uns natürlich auch Mühe, uns zu positionieren, durch das, dass wir auf unserer Webseite, wo du ja gewesen bist, eben stark unsere Referenzen zeigen, also unsere Kunden zu Wort lassen. Wir wollen uns eigentlich auch mit dem, wie wollen wir sagen, abgrenzen oder darstellen, indem dass wir zeigen, dass wir mit unseren Kunden wirklich langjährige Partnerschaften haben, und das basiert auf unserem Dienstleistungsverständnis, das wir haben, und das ist ein wichtiger Teil. Also wir sind auf der einen Seite sind wir Softwareentwickler, das schon, aber wir sind natürlich auf der anderen Seite auch Dienstleister. Also wir haben ja beide Disziplinen in unserer Firma gut vertreten oder sogar vielfach in Personalunion. Ja. Und das ist etwas, was uns sicher auch auszeichnet. Und für Kunden ist es natürlich auch ein Mehrwert, dass wir beides sind. Also, dass wir Entwickler sind von unserem Produkt. Das gibt uns natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wenn ich dich jetzt frage, was macht Dynasoft speziell aus? Was sind so die Erfolgsfaktoren, die ihr auch über Jahre hinweg aufgebaut und entwickelt habt, die ihr auch weitertünt, hegen und pflegen, sage ich einmal? Wenn ich dich das frage, was würdest du da nennen, neben den Themen, die du jetzt vielleicht schon angeschnitten hast? Oder vielleicht kannst du das ein oder andere noch ein bisschen genauer ausführen? Ich müsste auch genauer ausführen, weil es eigentlich habe ich es schon erwähnt. Das, was uns ausmacht, ist, dass wir, glaube ich, nach wie vor sehr interessiert sind an dem, was der Kunde braucht. Also, dass wir ihm gerne zuhören, dass wir gerne mit ihm, also wir so gerne kompliziert, dass wir gerne mit ihm Lösungen entwickeln und dass wir eigentlich auch nicht aufgeben,
bis wir gute Lösungen gefunden haben. Also, die Kundenzufriedenheit, dass wir dort oben rechts sind, das ist nicht nur, damit man uns gut sieht, sondern das ist erarbeitet worden. Also, und das findet man eigentlich schon, das ist ja schon ein Teil von DNA von Dynasoft. Und das, wenn man unsere Leute kennt, dann merkt man eigentlich, dass eigentlich alle so funktionieren. Mhm. Also da hat schon manche seinen Zug verpasst, wo noch ein Kunde hat angerufen. Ist das denn euer Plan gewesen, sage ich einmal, jetzt ganz platt gesagt, ist das euer Plan gewesen, wo ihr das Unternehmen gegründet habt oder dann in den Jahren danach, dass sich das herausgestellt hat, dass sich das so entwickelt hat, dass sie gesagt hat, wir wollen dann künftig in der Kundenzufriedenheitsumfrage oben rechts sein? Oder hat sich das einfach aufgrund von dem, wie ihr funktioniert und tickt, halt so ergeben? Es ist eher das Zweite, dass wir gar nicht anders können, weil wir genau so sind. Mhm. Also, darum hat so Dynasoft gegeben, oder darum hat man das gemacht. Also, die drei Gründer, die haben Software entwickelt, weil sie selber hat zufrieden gemacht, dass sie Kunden können zufriedenstellen mit ihrer Software. Du hast jetzt gesagt, ihr lasst den Kunden zu, ihr seid sehr nahe dran am Kunden, ihr macht das, was der Kunde tatsächlich braucht. Ihr liebt es kompliziert. Das finde ich toll, dass du das sagst. Ich kenne viele, die eher das Gegenteil würden sagen, wir haben es lieber nicht so kompliziert. Ja. Wir haben es lieber vereinfachen. Aber ich denke, das ist wesentlicher Kern vermutlich auch von eurem Erfolg, oder? Dass ihr das Komplizierte sucht und dann auch tatsächlich umsetzt. Aber auf was ich auswählen ist das kompatibel mit einer Standardsoftware? Also, wenn ich quasi für jeden von diesen 160 Kunden alles individuell irgendwie mache, dann stelle ich mir vor, ist es nicht mehr ganz einfach, auf der anderen Seite noch eine Standardsoftware können an den Start zu bringen. Ja, das ist genau richtig erkannt. Man kann sich ja auch fragen, warum seid ihr nur 50 Mitarbeiter, obwohl ihr schon 40 Jahre lang auf diesem Markt seid. Und das hat ein bisschen mit dem zu tun. Es ist tatsächlich sehr anspruchsvoll, dem gerecht zu werden. Nochmal ganz kurz zurück wegen kompliziert. Ich wollte nicht sagen, dass wir einfache Sachverhalte auch kompliziert implementieren können. Nein, das habe ich nicht gemeint. Das wollte ich mit dem Fall sagen. Es geht immer darum, etwas näher am Schluss. Alles Gute ist einfacher Art, auch wenn es eben einen komplexen Hintergrund hat. So, aber. Nochmal zu dem zurück, das ist ja genau der Anspruch, wo wir unser Standardprodukt haben, dass es eben in Lage ist, auf der einen Seite können ein Standard sein und auf der anderen Seite so vielschichtig, vielfältig und komplexe Prozesse können individuell abzubilden. Das ist die Aufgabenstellung und die ist eben in sich schon mal sehr kompliziert. Und dass es gelungen ist, eben, darum habe ich da die so unterschiedlichen Referenzen vorher genannt, die auf dem gleichen Release arbeiten. Es geht, aber es ist eben anspruchsvoll und darum haben wir auch nicht können, weil es eben zum Beispiel so schnell uns einfach multiplizieren, also einfach so wachsen, weil man einfach irgendwie sagt, ja, schau, das ist jetzt die Lösung und so ist sie. Und mit dem musst du jetzt leben. Wir haben dann gewartet und nicht das schon wieder verkauft, sondern haben eigentlich zuerst geschaut, wie können wir es besser machen, dass auch noch die und die Anforderung auch noch möglich ist, abzubilden. Ja, so wie ich das ja selber mal erlebt habe, oder? Ja. Ja, also bei euch hat es offensichtlich Phasen gegeben, gesagt, jetzt kommt uns kein Neukunde ins Haus, oder? Jetzt ist einfach zu, wir sind aktuell gerade ausverkauft, ja. Jetzt müssen wir zuerst mal alles andere super wieder ordnen, organisieren, in den Griff kriegen. Es muss alles super laufen, alle Kunden müssen happy sein und dann kann der Nächste wieder kommen. Es ist auch ein Teil davon, dass uns 12 der Bestandeskunden ist für uns sehr wichtig. Also, eben da zu ihnen schauen wir eigentlich schon zuerst. Das ist auch etwas Spezielles, würde ich mal sagen, oder? Sehr viele rennen permanent den Neukunden hinterher und vernachlässigen dabei naturgemäss ihre Bestandeskunden. Und das ist definitiv nicht eure Philosophie. Hey, das ist sie gar nicht. Das ist so. Du hast vorher noch gesagt, die selber so quasi die Frage gestellt auch, warum sind wir nach 40 Jahren noch 40 Mitarbeiter oder 50 von mir aus, oder? Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, oder? Also, wenn man so tief und so intensiv mit dem Kunden zugange ist, und die haben wahrscheinlich auch eine gewisse Grössenordnung natürlich, dann
braucht man auch relativ viel, sag ich mal, menschliche Ressourcen, ja, um die eben zufriedenzustellen, permanent zufriedenzustellen und mit denen vernünftige Lösungen zu entwickeln und das auch aufrechtzuerhalten und zu betreiben, dass es einfach gar nicht anders geht, oder? Also mit 160 Kunden, 50 Mitarbeiter, das ist vermutlich gerade etwa so das Verhältnis. Das heisst, wenn ihr 50 Kunden mehr habt, braucht ihr auch entsprechend 10 oder 15 neue Mitarbeiter. Sonst werdet ihr dem Anspruch einfach schlicht und ergreifend nicht gerecht. Das ist genau so. Das ist richtig. Das ist das, sagen wir, wenn man will, jetzt einen Nachteil suchen im Ganzen, wir können es ja nicht nur schön reden, kann man sagen, dass das Geschäftsmodell nicht so gut skaliert. Weil man muss eben genau, man muss natürlich genau die guten Leute wiederfinden. Und das ist ja, das wissen wir ja, das ist heute so einfach auch nicht. Definitiv nicht, ja. Das ist auch damals nicht gewesen, aber heute ist es gerade ganz speziell krass. Wird sich sicher wieder verändern, aber trotzdem. Ja. Also ihr habt in dem Fall keine Software, die sich einfach beliebig lässt multiplizieren. Da ist relativ wenig, sage ich mal, Wachstumsmusik drin, ja, wie das so auf Investorenmärkten jeweils gefordert wird, sondern das ist ganz ein anderes Modell, das ihr da fahrt. Es ist ein anderer Approach tatsächlich, das ist wahr, genau. Aber es ist schon wichtig, es ist nicht unsere Idee, unsere Absicht oder Strategie, dass wir irgendeine Form Individualsoftware machen, also dass wir bei jedem Kunden hergehen und mal schauen, was brauchst du, und dann fangen wir einfach an zu entwickeln, sondern es ist schon unser Anspruch, dass wir eigentlich unseren Standard können herkopieren und den aber eben so viel zulassen, dass wir das auch können abbilden. Also das ist schon ein Unterschied. Also wir sind, das ist ein absoluter Unterschied. Genau, Also wenn jemand Tosca kauft, kauft er sehr wohl ein Standardprodukt. Das S im Tosca steht da für Standard. Aha, an Tosca ist auch eine Abkürzung. Es ist eine Abkürzung, aber es ist strittig, was es ist. Aha. Also unter euch ist es strittig. Ja, genau. Die einen sagen, es ist Trade-Oriented Standard Computer Application. Aber es gibt, es gibt andere Meinungen. Wir sind immer noch bei dieser Thematik, was macht euch anders? Ich glaube, wir haben das relativ gut jetzt ein bisschen rauskristallisiert. Also du hast auch selber jetzt gesagt, es ist nicht unbedingt das Geschäftsmodell, das sehr gut skaliert, aber das ist offensichtlich auch nicht das, was ihr jemals gesucht habt oder auch heute sucht. Richtig, also wir wollen genau das, was in Zukunft bleiben, was wir sind jetzt, weil wir glauben, dass das eben für unsere Kunden eine gute Lösung ist. Also genau so agieren wir für uns, so agieren wir auch zum Beispiel in unserem Auftritt. Also ja, unser Marketing ist eigentlich zurückhaltend und versucht dort einfach genau das wieder zu geben, was wir sind. Ich glaube, wir haben das recht gut rausgestellt jetzt, was so das Profil ist von Dynasoft, wie ihr funktioniert und was euch zweifellos von anderen differenziert. Das kann man sehr gut an diesen Punkten festmachen, wo du uns jetzt da geschildert hast. Ganz zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Was ist euch momentan aktuelle, sag ich mal, Entwicklungsengpass? Also, wo klemmt's, wenn du jetzt würdest sagen, als CEO, wo klemmt's am meisten, wenn man die Weiterentwicklung jetzt vom Unternehmen bei euch anschaut? Was würdest du gern schneller, eleganter gelöst haben? Also, schneller, eleganter hätten wir jetzt zum Beispiel gerne eben den neuen Major-Release entwickelt gehabt. Das ist jetzt zum Glück gleich schon geschafft und darum geht es. Also es ist sicher sehr schwierig, eben Fachleute entsprechend zu finden, weil es ist tatsächlich so, dass wir immer mehr eigentliche Ressourcenengpässe haben und das einfach... Das ist ein Dauerzustand bei euch, kann man so sagen. Das ist wirklich ein Dauerzustand. Wir haben sogar zu rekrutieren, ist mittlerweile schon so ein kontinuierlicher Prozess, den wir eingerichtet haben. Da hören wir gar nie auf zu suchen. Ja, macht Sinn, Und das ist etwas, wo, mit dem muss man halt einfach leben, aber das ist etwas, was einem ständig bremset. Das ist ja so. Und das ist auf der einen Seite eben ein Bremsen in dem Wachstum, wo eigentlich würde anstehen, weil eben, man würde gerne mit Tosca arbeiten und wir würden das gerne noch weiter ausbreiten, aber eben, es muss möglich sein. Das ist das. Und wir haben natürlich auch etwas, aber das haben wir auch gut aufgelesen, eben, wir stehen vor einem Generationenwechsel
Und, ja. und da bin ich, das ist nicht, da müsste ich nicht schneller gehen, das ist nicht ein Engpass, aber da bin ich dann sehr gespannt, wie der, wie das dann vonstatten geht. Das ist halt etwas, was wir dir vorstellen. Aber wir haben es sehr gut organisiert. Wir haben auch viele junge Leute jetzt, die parat sind, die dort werden, die Lücken können füllen. Aber gleich, das ist noch so spannend, was jetzt da. Also, das wird weiter im Eigentum von den Unternehmen, von den Mitarbeitern bleiben. Absolut. Das ist auch sogar das ist aufgelesen, wie das geht mit den Aktien. Also, eben, wenn jetzt da, die älteren Mitarbeiter, die vielleicht ein bisschen mehr Aktien haben, wenn die das Unternehmen dann mal verlassen, dass die geben das eigentlich zurück und zum Teil nimmt es das Unternehmen und gibt es dann wieder intern weiter. Das ist alles auch schon so aufgelesen, du sollst auch so bleiben. Und das sieht nicht so aus, als würde das irgendwie anders werden. Das heisst, es würde in eurem Sinn, und so wie ihr, also du bist ja nicht die erste Generation, du bist ja die zweite oder? Aber mittlerweile sind wir bei der dritten und der vierten schon angelangt. In dem Sinn wird das sich entsprechend weiterentwickeln. Gut, das mit den Mitarbeitern oder bei den Fachleuten, jetzt das Engpass, ist irgendwie logisch, weil wir haben ja eben gesehen, dass das eigentlich euer primäre Wachstumsbremser ist, oder? Mhm. Also ihr könnt das Tosca mit eurer Philosophie nur dann weiter verbreiten, bei dem bestehenden Qualitätslevel selbstverständlich, oder? Wenn ihr entsprechende Leute dazu habt, Gut. Herzlichen Dank, Simon, für die interessanten Einblick in einen, sag ich mal, Dinosaurier von der ERP-Branche in der Schweiz. Ich glaube, viele kennen euch und euer Produkt. Halt nicht zuletzt, weil ihr schon so lange im Markt tätig sind. Man hat auch immer wieder mal an verschiedenen Veranstaltungen, an der Topsoft zum Beispiel gesehen und so weiter. Nochmal vielen herzlichen Dank für den Einblick und ich wünsche euch weiter viel Erfolg und vor allem Erfolg bei der Einführung der eurer neuen Software. Merci vielmals. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in dem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.prantl@kmu-mentor.ch.